Leute, was geht ab, Leute? Ich habe Frühstück geholt für mich und die Nachbarn. Gönnen wir uns gleich erstmal. Überraschenderweise hat Dimi gerade angerufen und ein bisschen gefragt, yo, Bitcoin so krass gesungen, dies, das. Also nicht nur wegen Bitcoin, er hat auch über andere Sachen gefragt. Das Yu-Gi-Oh! Turnier, das Bargash veranstaltet mit 10.000 Euro auf dem Spiel. Aber dadurch, dass er sich von uns abgekoppelt hat, kriegt er halt so gut wie gar nichts mit. Und das ist halt auch die Gefahr, wenn jetzt viele der Zuschauer mitmachen und sich davor nicht informieren. Weil es gab ja viele, die haben das lange Video kritisiert, das 40-Minuten-Video, weil da nicht Schritt für Schritt einfach alles so aufbereitet wird, dass sie es einfach nur nachmachen müssen. Und das ist halt das Problem, wenn ihr etwas nur komplett blind nachmacht, dann seid ihr halt so wie Dimi. Und ich habe es halt extra so versucht zu gestalten, dass Leute sich über bestimmte Sachen dann selbst informieren müssen, um das dann halt nachvollziehen zu können und zu verstehen. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns alle beim großen Yu-Gi-Oh! Turnier. Also sind mehrere Spieltage, das geht über mehrere Monate bei uns. Und ja, wird saftig, alte Yu-Gi-Oh! Zeiten. Auch wenn wir streamen, schaut immer noch irgendwelche alten Yu-Gi-Oh! Zuschauer vorbei, die TBT-Zeiten gefeiert haben und sagen, boah, wisst ihr noch damals und so. Das ist krass, also da schaut echt eine Menge Leute vorbei. Yo, TBT damals, Yu-Gi-Oh! Zeiten. Sehr überraschend. Was geht, Leute? Ich bin bei einer Kollegin, die zieht um. Ja, check mal die neue Wohnung ab. Und Toilette wird eingeweiht. Aber nur klein, nicht groß. Hier sah so krass aus, ich konnte echt nicht widerstehen. Hauptsache sieht geil aus. Ich habe versucht, Knossis Alge zu finden. John hat irgendwie was geschickt, dass es neu rausgekommen ist, Kaufland, aber habe ich nicht gesehen. Für die Jungs 24 Stunden Stream, die wollten ein bisschen hin und wieder mal ein bisschen was trinken, aber leider nicht gefunden. Was geht ab, Leute? Hier ist John Wayne. 24 Stunden Livestream heute. Eskalation heute, oder? Bist du bereit? Ja, sehe ich schon, aber Nico, der leidet jetzt schon, Leute. Der leidet jetzt schon. Oh mein Gott. Alge! Oh, Knossi. Seht ihr das, Leute? Das ist der Countdown. Noch 23 Stunden, 53 Minuten. Bin gespannt, ob die es schaffen. Alter, lieber Gott. Eskalation, Mann. Digga, Stream läuft schon saftig, Mann. Wir waren schon bei 30 Zuschauern vorhin. Okay, und jetzt? Jetzt 24. Jetzt ist doch nichts, Mann. Stabile 24. Denk an den Klatz. Wir sind noch dabei. 24, Digga. 24 läuft, jetzt schwingt erstmal Eskalation an. Schütt mal, hol mal ein Glas, füll mal ein, was ist denn los hier? Ja, weil der Streamer da Dings angelöst. Was? Punkt angelöst, dass ich auf eine Glatze schon haue. Dass du was? Ich einmal so eine Klatsche. Digga. Okay, Mann, mach das mal, dann klatsche ich dich sowas von weg, Mann. Ja, komm, Alter. Hol eine Eskalation, Mann, was ist los, Mann? Stream wollte es sehen, Mann. Stream will es sehen. Ja, mach doch für die Stream, für die Jungs, Alter. Oder Ricardo, Mann, was ist los, Mann? Komm, ich mach ganz leicht so, Alter. Okay, muss runter. So oder was, Mann? Ja, so schon. Oh mein Gott, Mann, aber es zählt man als Klatsch, Mann. Das war ein Streichler, Mann. Streichler. So würde gern Sebastian gestreichelt werden von John. Oh mein Gott, Sebastian, Mann. Sebastian, schön. Kuss geht raus, Mann. Du weißt selber. Kuss geht raus, Mann. Auf geht's, Leute. John Banks hier. Wir testen jetzt Knossis Alge. Ach, ist das so Knossi? Das ist Knossi, ja. Oh mein Gott, da müssen wir es richtig hypen, Mann. Da muss deswegen, wir probieren es jetzt. Nico, der Bahnhof-Chiller. Ja, aber warte mal, wo steht da was von Knossi? Das ist eine Marke, Alge. Aber ganz klein. Alge ist sein Bahnhof-Chiller, Mann. Wieso Bahnhof-Chiller, G-Lock, Mann? Das ist so sein Spruch. Das wäre so, als würden wir super saftig ausbringen. Das ist so der Markenspruch. Und Knossi ist immer Alge, Alge, Alge. G-Lock, wenn du eine Idee hast für das nächste Video, sag Bescheid, Mann. Ja, Mann, Hitman. So, Leute, seid gespannt, wir testen jetzt Alge. Auf die Follower heute. Auf die Follower, Mann. Leute, auf Kanada, Jungs, auf Kanada. Auf die Follower, Mann. Und auf euch natürlich im Chat. Ja, Mann, Prost, Mann. Boah, mir schmeckt es schon, Mann. Also, ich finde es nicht schlecht, eigentlich. Ja. Fruchtig, sehr fruchtig. Limette sauer. Ist ja, sauer. Nicht zu sauer, ja, Mann. Aber auch nicht zu alkohollastig. Gute Mischung. Ja, Mann, Ricardo, Mann. Jetzt immer Party mit den Rumänen und dann komme ich danach immer hierher, Mann. Na, das ist richtig schön die Haare gegeben, Mann. Der verlorene Sohn. Meine Freunde freut mich auch.
wollte das Wort gerade schon. Wieso? Ich oh mein Gott, man, war ich, man. Sieht aus wie so eine Prostituierte, oder, man. Alter. Welcome back! Hey Leute, seht ihr, Barisch ist auch wieder da. Oh mein was Gott, Barisch, Mann! Was geht für uns? Wie geht's euch? Barisch, Mann! Oh mein Gott, Barisch, was geht? Krasser Platz 1! Super saftig, Mann! Alter, ist komplett vorbei jetzt. Super saftig, Mann! Super saftig! Einfach, ja. Nico, Alter, Barisch, mach mal das Rohr runter. Nico wollte aus dem Fenster. Oh mein Gott, ich wollte echt, weil ich hätte Enddance, Mann! Wir dachten schon Polizei, Digga, Polizei. Sehr schwierig zu sagen, aber könnte echt dreistellig sein. Echt schwer zu sagen, aber... Bargisch ist back, paar Bitcoin-Fragen an ihn, Krypto. Ja, ich bin back, du bist auf der 1, sag doch das neue Rating. Die wird alles verbieten. Chillige Runde mit den Jungs, viele Diskussionen. Bargisch ist back, viele haben ihn vermisst. Nico hat auch langsam ein paar Fans bekommen. Ja, Mann, was heißt langsam? Ja, langsam halt. Schnell, Mann, schnell, Nico, away, steigt, Mann. TBT-Zeiten... To the moon, to TBT-Zeiten, Nico immer gelitten, dass er keine Fans hat. Was, Mann? To the moon, Mann, to the moon. Wir haben echt so 10-Zelten-Fans bei TBT manchmal. Was? Deine was, Zahlen waren echt schlecht. Was für meine Zahlen, Junge, Mann. Das zweitbeste Video ist Nikos Blue Eyes. Ja, Mann, das zweitbeste Video ist Blue Eyes, mein Blue Eyes Video. Ja, wenn wir über Video reden, aber... Über was dann sonst, hä? Fans, Mann. Fans. Leute, schaut mal, was Chong da macht. Er bläst seinen Sessel auf. Ja, Mann. Extra geholt für 24 Stunden Stream. Richtig krass, Mann. Richtig vorbereitet. Damit er es schön bequem hat. Ja, Mann. Gib mal ein bisschen Chips, Mann. Barisch gönnt sich Robs Chips. Was sagst du dazu? Respekt. Die besten Chips. Ich gehe auf seine Seite, gibt's bitte Feedback, wenn er was noch verbessern kann und so. Alter, er hat schon wirklich unfassbar gemacht. Ja, Chris Rob ist schon krass, Mann. Ich nehme es mit als Geschenk. Ich sag's, sind die besten Chips, die du essen wirst. Alle so, ja, übertreib nicht, dass die ersten Pokets sind die besten, die ich je gegessen habe. Ja, tatsächlich, also. Ich muss ehrlich sagen, tatsächlich hatte ich heute im Kaufland einen, so ein normaler, glaube ich, Mitte 40 oder so, der hat sich auch Chips gekauft und ich wollte schon sagen, entschuldigen Sie, nehmen Sie lieber die Rocks Chips. Ja. Wollte ich echt schon sagen. Oh mein Gott, aber er hat Chips frisch geholt, deswegen wollte ich nicht sagen. Tolle Geschichte, schon. Echt schlechte Geschichte, wohl. Ich habe bestellt Rocks Chips. Die waren doppelt so teuer auf Amazon und mir war es trotzdem wert. Und dann kommt die Verpackung. Ja. Ich dachte mir, Alter, wegen Mart, wegen Zerbrechen und so vielleicht hin und her. Das Paket war als versendet, Vorsicht, zerbrechlich. Alter, ja. Das war so krass. Endsgeil. Ja, endsgeil. Es ist Burger-Time, Leute. Wir sind gerade in einem Tief. Jo, Mann. Aber es gibt Burger, Mann. 17 Stunden noch, aber wir haben schon gesagt, das packt man nicht. Die Jungs gehen eh um 5. Burger habe ich tatsächlich eigentlich nur für mich geholt. Okay, und warum? Ein richtiger Hater, oder, Mann? Wobei, ich dachte, für mich auch. Ja, für mich war auch. Das ist mir doch im Markt. Die Faste. Ich hatte die 10.000 im Bar. Ich wollte ein bisschen Action machen. Oh mein Gott. Ich hatte dann keine Jackentasche. Richtig saftig für Thumbnail und so. Die Action, ja. Wieso, wie heißt der Bodo Schäfer oder was, Mann? 25-200er, 25-100er, 50-50er. Also, Bargisch veranstaltet ein 10.000 Euro Review-Turnier, Leute. 10.000 unter uns. Aber nicht am langen Wochenende. Damit die alte Gruppe. Nico kann Tag 1 nicht mitspielen. Damit die alte Jugendgruppe wieder vereint wird. Ja, Mann. Auch Tag die Ausgeschlossenen. Ja, Mann, wie auch die Ausgeschlossenen, die eigentlich gehatet werden. Ihr werdet sehen, es wird ein besonderes Energieniveau sein. Kann auch ein bisschen Fotzerei geben. Es gibt viele Fäden, viele Spannungen. Das mein King Anamas schreibt, ihr werdet einfach deutsche Krypto Mr. Beast. Genau so, Mann. Ja, Mann, das wäre genau geil. So. Ja, Mann. Chong Superkoch. Richtig Soma. Ja, Mann, Chong hat die Moves. Oh mein Gott. Richtig Food Wars. Erster Sitz. Oh mein Gott, Chat, ihr seht es nicht, aber Chong macht richtig krass ins Burger, Mann. Es geht immer weg. Ah, ja, weil ich. Ach so, mein Kopf ist es. Jetzt. 300 Stück limitiert, Leute, Swiss Made, vergoldet. Oh, man sieht das B nicht, doch, hier ja. Das B für Bitcoin, Leute. Er gönnt sich, demnächst auch bei Marc Gebauer bestellen. Ja, und bei Marc Gebauer, die nächste Lieferung wird echt super saftig. Er gönnt sich so richtig, Mann. Ich kann schon betrunken kochen, Alter. Schätz vor, ja, ist nicht mal betrunken, wir werden wir fantastic vor uns beteiligen. Wir vier. Mein Gott, das ist nicht dieses Boucherbrot, Mann. Muslime hier, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Extra für sich Brioche. Ja, Mann. Nur für mich Brioche. Viel Brioche für uns, das hier. Schon wie gut es Chong überspielen kann. Also, wieso nicht Brioche? Also, da, ich hab doch. Aber nur für sich. Ja. Wo ist das Problem, Jungs? Wo ist das Problem? Gut, auf Travel geht schon.
So ab und zu essen und so. Ja. Saftig gekocht und schon. Ja, Mann. Ja, Mann. Kuss geht auch raus an den Stream, 2 Uhr nachts. Leute sind immer noch am Start. Ja, Mann, 2 Uhr nachts essen. Bargeschwill nach Amsterdam und Pilze essen. Hast du gesehen, was aus mir gemacht hat? Ja, das will man ich sieht, nicht ja, sagen. Man sieht, das will ich mal nicht sagen, was es aus dir gemacht hat. Also, Nico ist kein Pilzesser. Nach dem Regenbogen war vorbei. Auf jeden Fall ist es 2:30 irgendwo in Deutschland. Stream läuft noch, mal schauen, wie lange wir es durchziehen. Nico. Aber der Vlog von Freitag ist hier zu Ende. Verabschiedet euch, Leute. Ciao! Ciao! Das war's von uns. Ihr wisst Bescheid, folgt uns immer auf Twitch. Wir sind jetzt richtig aktiv. Richtig aktiv. Ja, schaut Mann. Euch das alles an. Ey, krass. Folgt mir auf Insta. Investiert in Bitcoin, DFA. Ihr wisst Bescheid, Cashflow. Nein, Mann.